Hallo Fahrradwohnwagenfreunde. Ja, der Titel ist ziemlich provokant gewählt. Ich gebe es ja zu. Und ich bin mir sicher, dass aufgrund des Titels sich viele Leute auf dieses Video verirren werden. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, es ist kein Fake. Also dieser Titel ist real. Es geht tatsächlich um die Existenz des Modi-Fahrradwohnwagen. Was ich damit meine, werde ich euch jetzt gleich sagen. Aber ich nutze jetzt mal die Chance, dass wahrscheinlich viele das Video schauen. Und zwar werde ich hier euch mal kurz was sagen. Hier seht ihr ja die ganzen Checkeries Powerstationen. Ihr wisst ja, ich mache ja immer Videos, ich habe da auch eine Kooperation mit Checkery. Und ja, ich bin nur ein bisschen sauer auf Checkery. Warum? Das letzte Mal, als ich das vorgestellt hatte, hieß es 15% Rabatt in begrenzten Zeitraum. Das gab es noch nie. Normalerweise gibt es nur 10% Rabatt. Ja, und jetzt kriege ich eine Mitteilung. Am 25. bis zum 29.11., das ist diese Black Friday Aktion, gibt Checkery 25%. 20%, 20% und 25% Rabatt, ja, auf diese Sachen, die ihr jetzt hier stehen seht. Also wer jetzt noch keine hat und jetzt nicht zuschlägt, ich glaube, noch mehr Prozent wird es nicht geben. Bin ich mir sicher. Ja, also ich habe ja jetzt hier diese zwei neuen bekommen, seht ihr ja, ne? Ich habe nämlich gesagt, eigentlich brauche ich alle, weil die große, die ich bisher hatte, ist natürlich toll, ne? Da kann man ja richtig viel machen damit. Auch für eine Notstromversorgung ist die zum Beispiel ideal. Gerade in Kombination mit zwei solcher Solarpaneele ist man immer so ein bisschen unabhängig. Also für einen Haushalt oder überhaupt so für Maschinen notbedürftig betreiben, ist die richtig geil, weil die hat richtig Bums, ne? Aber wiegt 10 Kilo. Das ist der Nachteil. Deswegen für einen Fahrradwohnwagen bedingt geeignet. Es sei denn, man macht bloß kurze Ausflüge, so wie ich das gemacht habe. Demzufolge ist die hier für einen Fahrradwohnwagen aus meiner Sicht die idealere Variante. Das ist so eine 540 Wattstunden Version, 6 Kilo leicht, kann man schon fast sagen. Also ist nicht wirklich schwer. Und hier muss man sich auch keine Gedanken machen wegen Sicherheit, Akkus und so. Das ist ja alles optimal überwacht und ja, tausendfach abgesichert im Vergleich zu so einem Selbstbau, was ja viele machen. Also ich halte davon nichts. Ich bin Elektriker, ich weiß, von was ich spreche. Bei Elektrik, naja, muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Und deswegen, ich bin froh, dass es sowas gibt. Wenn ich nicht sowas gesponsert bekommen würde, würde ich es mir kaufen. Und diese auf jeden Fall bei 25% Rabatt auf diese kleine Handtaschenformat Powerstation mit 240 Wattstunden. Ich glaube, das ist momentan unschlagbar vom Preis her. Die kann immerhin noch 200 Watt. Hier hat er auch die ganzen Anschlussmöglichkeiten, kann man auch die Solarstation dran pappen, ne? So, hier findet ihr auf jeden Fall die Links da unten in der Videobeschreibung. Schaut doch mal drauf, wenn es euch interessiert natürlich nur. Und nutzt die 25% oder 20%, je nachdem, die automatisch am 25. bis 29. in den Preis abgezogen sind. So wurde mir das mitgeteilt. So, das soll zu Checkery gewesen sein. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Ist eigentlich ein trauriges Thema, denn es ist wirklich real. Ja, am besten, ich fange mal da an, als mich der Frank von Modiplast, das ist ja der Hersteller von diesen Modis, angerufen hat und meinte, es gibt schlechte Nachrichten, schlechte Neuigkeiten. Ja, ich fange aber trotzdem mal mit den Guten an. Und zwar sagte er mir im Laufe des Gespräches, aktuell hat er ungefähr 30 E-Mails von irgendwelchen Kunden, also potenziellen Kunden oder irgendwelchen Händler, die halt diesen Modi gerne vertreiben möchten oder kaufen möchten. Und dann meinte er noch, ungelogen könnte er aktuell 10 Modis pro Tag verkaufen. So groß ist die Nachfrage, nicht nur Deutschland, sondern weltweit. Überall her wollen die Leute diese Fahrradwohnwagen haben. Und ja, ich bin auch davon überzeugt, dass es so ist. Warum? Denn diese Fahrradwohnwagen gibt es ja so in der Art noch gar nicht. Ne? Da gibt es keine Alternativen so richtig. B-Turtle, White-Pad-Camper oder was da noch so draußen ist, sind andere Konzepte. Aber hier so ein Hartschalen-Komplett-Fahrradwohnwagen aus GFK oder Carbon in der Stelle mit der Qualität der Ausführung, die Autoreifen und sowas, gibt es nur bei Modiplast. Natürlich kann sich das nicht jeder leisten, ist ja ganz klar. Gerade hier so die Masse des Volkes wahrscheinlich oder müsste halt ewig sparen, um sich sowas kaufen zu können. Das ist mir auch bewusst, aber man muss halt sich mal vorstellen, wie viele Menschen die Welt hat. Und es gibt genug Menschen, die sich sowas leisten können und auch leisten wollen. Denn beispielsweise die E-Bikes, die Trikes, ja, die teilweise auch schon über 10.000 Euro kosten mit Elektrounterstützung, die werden auch gekauft und die Nachfrage ist enorm. Jetzt steht das natürlich komplett im Widerspruch. Warum ist denn der Modi jetzt nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr verfügbar? Also ich erkläre euch, was jetzt passiert ist. Ne? Und zwar ist es nicht jetzt passiert, sondern das ist jetzt schleichend. Im letzten Jahr hat sich das so entwickelt. Also, Frank hatte mal 25 Mitarbeiter. Weil eigentlich baut er ja Karosserieteile für Rennsport. Ja? Und da hat er immer so seine Aufträge her. Und aufgrund der aktuellen politischen Lage, kennt er ja selbst, hat er da keine Aufträge mehr gehabt. Rennsport wurde abgesagt und so weiter und so fort. Er hat dann bis auf 3 Mitarbeiter alle entlassen. Müssen, zwangsläufig, ja, und die 3 Mitarbeiter haben dann halt seine Modi-Visionen verwirklicht und dann auch diese Modis gebaut.
Ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, aber im letzten Jahr hat er insgesamt trotz hoher Nachfrage um die 60.000 Euro Minus gemacht. In einem Jahr oder nicht mal ein Jahr war das. Ja, woran liegt das nun wieder? Vielleicht kann sich der ein oder andere denken. Also wir haben momentan eine explosionsartige Materialpreissteigerung. Nicht nur in dem Bereich, sondern allgemein, egal wo man hinschaut, Baubranche, egal wo. Wenn man kaufen will, also Holz zum Beispiel, ist Wahnsinn. Ich nenne euch mal ein Beispiel, was er mir schon vor längerer Zeit gesagt hat. Ein Fass mit Harz, was er immer braucht, um diese ganzen Formteile da zu befüllen und so. Das ist ja Glasfaser Kunststoff und Carbon, ja. Ein Fass hat ihn um die 450 Euro gekostet. Jetzt zahlt er für das Fass das Dreifache, also um die 1200 Euro. Das ist dasselbe Fass, dieselbe Menge, da hat sich nichts geändert, außer der Preis. Carbon, diese Faser, ist extrem explodiert in den Preisen. Das wäre ja alles nicht so schlimm, weil aufgrund der hohen Nachfrage könnte man ja jetzt sagen, dann muss der Frank halt dementsprechend die Preise anpassen und dann wird der Modi halt für mehr Geld verkauft. Da gibt es dann wahrscheinlich immer noch genug Leute, die sich das leisten können und auch wollen. Tja, aber der größte Haken kommt nämlich jetzt. Viele Sachen sind gar nicht verfügbar. Ne? Er kriegt das Material nicht ran. Er hat aktuell 45 Bestellungen schon ewig laufen und hat dem versprochen, ich kriege das noch irgendwie hin, ich regle das, ich gucke nach Alternativen, also gerade was das Material betrifft. Ein Beispiel, diese Räder. Diese geil brutal aussehenden Räder gibt es schon lange gar nicht mehr. Er hatte dann einen anderen Hersteller gefunden, die sahen dann noch brutaler aus. Die hat er dann bei den letzten Modis, die serienreif waren, hat er die verbaut. Aber die kriegt er jetzt auch nicht mehr ran. Gibt es auch nicht mehr. Und noch krasser, die Bereifung von Schwalbe, die er immer genutzt hatte, weil er braucht eine gewisse Traglast. Das muss alles ein bisschen stabil sein, also anders als die normalen Räder, die man so kaufen kann. Die gibt es auch nicht mehr. So, und dann hat er eine Meldung bekommen, Schwalbe kann frühestens 2023 wieder diese Reifen liefern, die er braucht. 2023. Ja, ich kann es mir nicht erklären, er kann es auch nicht erklären, woran das jetzt liegt, dass wirklich so das Material extrem knapp geworden ist, so extrem knapp. Ja, also es ist ja nicht so, dass es nur kurz Lieferverzögerungen gibt, sondern es ist halt über ein Jahr gibt es das Material einfach nicht. Und das ist nicht nur bei den Reifen so, das ist bei allen möglichen Komponenten so. Er hat mir so viele Dinge aufgezählt, ich kann es gar nicht wiedergeben. Es sind ja einige Sachen zugekauft, die hier verbaut werden, gerade die Halterung an Achse und die Bremsengeschichte und das Ganze. Ja, überall, wo er Material bezieht, gibt es Lieferengpässe und Schwierigkeiten und er hat einfach die Schnauze voll, hat er mir gesagt. Er ist am Verzweifeln, er weiß nicht, wie es weitergehen soll. Er hat ja diese Verluste aufgrund dieser Tatsache und nächstes Jahr wieder wahrscheinlich. Und ja, irgendwo muss er ja eine Reißleine ziehen und deswegen hat er gesagt, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich weiß nicht, ob ich es verraten darf, aber er sieht nicht aus wie 60, aber ist schon 60 ist er schon. Und er hat gesagt, ich tue mir das nicht mehr an. Ich habe mein Leben lang geschuftet für dieses Land und dieses Land ruiniert gerade alles, was noch zu ruinieren ist. Und dann will er einfach nicht mehr mitmachen. Ja, er lässt sich nicht halt da zu gängeln, hat er gesagt, oder irgendwie so eine Art. Naja, ich kann es komplett verstehen. Also ich bin voll auf seiner Seite. Ne? Ich sag dir, Frank, du hättest schon vielleicht schon eher die Reißleine ziehen sollen. Ich habe es ja auch gemacht mit meinen Kleintürzubehör, geht es mir genauso. Ich produziere nicht mehr, seitdem die Holzpreise so extrem gestiegen sind, trotz enormer Nachfrage. Wie geht es aber jetzt weiter mit dem Modi-Blast? Wird es denn diese Modis jetzt überhaupt nicht mehr geben? Auch nicht in, was weiß ich, 2-3 Jahren? Ja, diese Frage konnte mir der Frank nicht eindeutig beantworten. Er meinte, die Patente sind ja da, auch die Formen existieren, die schmeißt er natürlich nicht weg. Ja, die wird es natürlich weiterhin geben. Er weiß nur noch nicht, ob er selber nochmal hier in Deutschland mit seiner bestehenden Firma, die gibt es ja nach wie vor, diese Sache angreift oder ob er das halt abwälzt an jemand anderen, der das vielleicht übernehmen möchte, die ganzen Sachen aufkauft. Ja, also er hat sich da noch nicht wirklich damit beschäftigt. Eine Option wäre vielleicht dann auch, falls es wieder möglich ist, zu produzieren, dass es nicht mehr in Deutschland produziert, sondern in Polen beispielsweise, weil die haben einfach andere Kosten, Betriebskosten, die kriegen das viel günstiger produziert, denn der Preis, ja, der ja für viele immer noch extrem teuer war, also so ein Modi kostet ja ab 5000 Euro aufwärts, der ist definitiv vorbei. Ne? Das ist Geschichte. Also auch wenn das sich wieder erholt hier, es wird nicht mehr, der Preis, der ist nicht mehr möglich einfach nur. Ja? Weil das steckt jetzt mittlerweile so viel Verlust drin oder so viele Kosten, die dieses Projekt betreffen. Das ist normal, wenn man in Deutschland produziert und auch allgemein die Entwicklungskosten. Und der Modi kann nicht mehr für 5000 Euro verkauft werden. Ja, selbst wenn diese Krise irgendwann mal vorbei ist. Abgesehen davon wissen wir ja gar nicht, wie es dann weitergeht. Ob es denn noch den Euro so gibt oder was uns erwartet, steht noch in den Sternen. Ich persönlich sage euch, glücklich dem, der einen Modi hat oder der auch selber bauen kann oder vielleicht irgendwie eine Alternative findet. Ich bin glücklich, dass ich einen Modi habe und sogar noch einen zweiten als Leih-Modi. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn, ich will ihn ja behalten, ne? Ich will ihn ja abbezahlen. Ich habe gesagt, Frank, ich würde ihn gerne übernehmen, weil ich möchte auch die Modis langfristig hier bei mir erstens in den Videos zeigen und dann auch irgendwie vielleicht den anderen Leuten da draußen zur Verfügung stellen in Form eines
Leihmodi, ja, also dass man vielleicht mit mir zusammen ein Tor macht und so ein Modi ausleiht, um einfach mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, damit mal unterwegs zu sein, mal ein Abenteuer zu genießen. Ja, und da ich ja nur selber einen habe, wäre natürlich cool, wenn noch ein zweiter da ist, wo man diese Sachen umsetzen kann. Und ich guck mal, dass ich mit Frank das irgendwie so bespreche, dass es vielleicht auch in die Richtung geht, dass der Modi hier bleiben kann. Genau, dann werde ich vielleicht noch ein paar Sachen ändern, wie auch bei den Serienreifen-Modis, also zum Beispiel die Deichsel, die Serienreife-Deichsel montieren, das werde ich auch bei meinen Modi machen. Und so ein paar ja, Spielereien werde ich bestimmt auch noch nach und nach einbauen. Also Fazit, es gibt noch mehrere Videos auf meinem Kanal in Zukunft mit den Modis. Parallel dazu werde ich auch einen eigenen Fahrradwohnwagen bauen und noch die Projekte, die ich so in den letzten Videos angesprochen habe, irgendwann mal anfangen und umsetzen, wie zum Beispiel das Fahrradwohnmobil und so weiter. Ich weiß natürlich, dass viele von euch wahrscheinlich jetzt das Video disliken, weil sie es einfach scheiße finden, dass aktuell das so läuft, wie ich es gerade beschrieben habe. Aber macht doch mal bitte Folgendes. Ja, um den Frank auch zu zeigen und zu motivieren, vielleicht irgendwie Wege zu finden, in naher Zukunft den Modi doch wieder irgendwo produzieren zu lassen oder irgendwie am Leben zu erhalten. Wenn ihr das gerne wollt, wenn ihr der Meinung seid, so jemand wie Frank sollte auf jeden Fall weitermachen und dieses Modi-Projekt sollte nicht untergehen, dann lasst doch den Daumen nach oben da. Und wenn ihr sagt, nee, alles egal, scheiß drauf, Modi weg und ne, überhaupt so serienreife Wohnwegen, das ist nicht das, was die Welt sehen will, ja, dann disliked halt das Video. Aber so kann man sich so ein bisschen mal einen Überblick verschaffen, wie die Leute da draußen so denken. Ich persönlich würde es extrem scheiße finden, wenn solche Projekte nicht mehr weiter existieren. Es werden ja immer wieder Steine in den Weg gelegt, egal in welche Richtung man schaut. Aktuell ist es scheinbar nicht gewollt, dass irgendwelche Innovationen auf den Markt kommen, wenn sie made in Germany sind. Ja, zu guter Letzt nochmal hier der Hinweis, schaut auf diese Links. Ja, das ist die einmalige Chance jetzt. 5 Tage habt ihr Zeit oder 4 oder 5, keine Ahnung, müsst ihr nachrechnen. So eine coole Powerstation zu bekommen, denkt dran, wir wandern in eine Krise und das ist zwar jetzt nicht Thema, aber es könnte auch durchaus sein, dass wir bald mal sowas wie ein Blackout erleben, wo man so eine Powerstation auf jeden Fall gebrauchen kann, ja. Genau, in diesem Sinne sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so denkt. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Jörg.